Zweites Spiel Argentinien. Wir wissen, das Land der, sag ich mal, vermeintlich besten Fußballer auf der Welt, wo immer wieder wirklich Top-Talente herauskommen, körperlich sehr gut fußballerisch. Sie versuchen immer wirklich einen schönen Fußball zu spielen, Kombinationsfußball zu spielen, und natürlich wollen sie auch ihre Tricks und ihre Zauberkünste immer in den Vordergrund spielen. Ich glaube, mit sicher, glaube ich, der schwerste Gegner in dieser Gruppe.